So, jetzt sitze ich in unserem neuen P90. Zumindest steht es draußen noch so drauf. Am Display erinnert, steht leider nur 90 bisher. Und ich habe natürlich gleich einmal den Adapter drauf gehängt und die Daten auslesen. Und jetzt schauen wir mal das durch. Also, er ist jetzt geladen auf 90% und hat eine Reichweite von 377 Kilometer. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich habe ihn gestern beobachtet, weil sie ihn das erste Mal geladen haben. Und bei 100% hat er 415 Kilometer gesagt. Und das ist echt spitze. Also, jetzt die anderen Daten. Usable Full Pack haben wir 79,5 Kilowattstunden. Aktuell 71,7 Kilowattstunden nutzbar, also bei 90%. Nominalen Full Pack haben wir 83,5 Kilowattstunden. Ja, neu hat er glaube ich 2 Kilowattstunden mehr oder so. Also es ist jetzt kein neuer, aber ist ein sehr, sehr guter Akku. Okay. DC Charge und AC Charge ist auch resettet. Wir haben jetzt DC Charge total 1503 Kilowattstunden und AC Charge 8899. Das ist schon mal sehr, sehr gut, weil wir jetzt viel mehr AC haben bei DC. Da kann ich mich nicht beschweren. Was haben wir noch? Charge Cycles 147. Ja, also es ist wirklich so, dass er jetzt die Daten von dem Tauschakku hat und nicht mehr die alten, weil bei uns war die Differenz nicht so hoch zwischen AC und DC. BMS Max Discharge 351 kW, das ist aber dann in Ordnung. Ich muss einmal vergleichen, was er vorher gehabt hat. Ja, also ich freue mich jetzt irgendwie total alle Scheiß, dass wir so einen guten Akku gekriegt haben. Ja, ich weiß gar nicht so recht, was ich immer sagen soll. Ich sehe die Daten jetzt selber auch zum ersten Mal. Also ich habe direkt das Video gestartet und dann erst die Daten gelesen. Und ja, Zellendifferenz 0,008. Okay, aber es läuft jetzt halt Lüfter, weil draußen ist arschkalt und mit der Fräse nämlich sind es. Ich habe noch die Jacken an. Also regeneriert durchs Bremsen eben hat er 16,3% von dem, was er geladen hat. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Ja. Ich kann da so dann noch was einblenden. Trip Consumption, das ist ja auch cool, 42,6 Wattstunden. Performance, was haben wir da alles? Ja, das sind alles so Sachen, das muss man mal in Ruhe auch noch genau anschauen. Mir ist jetzt bloß darum gegangen, zum sehen, was hat der Akku, vor allem wenn man das eben sagt, AC und DC geladen, und das ist vom neuen Akku übernommen worden. Das finde ich sehr gut. Das heißt, wir sollten auch noch die volle Ladeleistung haben. Ja, ich will das jetzt auch nicht zu lange machen. Ich tue euch ein paar Screenshots ins Video im Anschluss jetzt eine, dann könnt ihr euch das in Ruhe einfach anschauen. Das denke ich das Beste. Mal schauen, ob da ein Querformat geht. Ja, geht auch. Dann mache ich nämlich Screenshots im Querformat, dann seht ihr das besser. Genau. Ja, also unser Problem aktuell ist jetzt eigentlich bloß noch am Heck, das haben sie ausbessert, da steht jetzt P90. Aber im Auto herin und in der App, da steht einfach nur 90, ohne P. Und da hat halt schon gerne das P wieder haben. Vielleicht ist ein Problem vom Programmieren gewesen, dass da was schief gegangen ist, dass wir es falsch gemacht haben. Da schauen wir jetzt mal noch, der Papa ist noch drin. Und ich habe gesagt, ich mache jetzt gleich mal das Video und schauen wir mal.
gesagt, wir waren jetzt nochmal drinnen, haben da gefragt, das kann dann over the air wahrscheinlich aufgespielt werden, da braucht man nicht nochmal herkommen. Und er hat die Leistung wie der P, also alles wie gehabt, es zeigt bloß im Display nicht an. Aber da ist anscheinend von der Batteriekonfiguration, das geht automatisch, irgendwo schiefgelaufen vielleicht und sie klären das, aber das können sie jetzt direkt halt nicht machen. Aber es ist weiterhin ein P und es steht da hinten drauf, das haben sie uns ja austauscht, P90, das Bild, das blendet dann auch noch ein. Halt wissen wir daheim sind, ist jetzt dann schon dunkel. Und jetzt schauen wir mal, was er so für einen Verbrauch hat daheim so. Ob sie da irgendwas geändert hat, ob das am Akku eben dann liegt, dass der 85er vielleicht sparsamer war oder dass der 90er sparsamer ist. Da schauen wir jetzt mal. Ja, und dann freue ich mich auf den ersten Roadtrip und den ersten Supercharger. Weil heint, wir haben jetzt 374 Kilometer Reichweite, heint braucht man nicht laden und daheim steckt man dann wieder ein AC an. Das heißt, die erste DC-Ladung kriegt er beim nächsten Roadtrip. Okay. So, mittlerweile ist der nächste Tag, über Nacht hat er aufgeladen. Wir haben bei der Heimfahrt gestern um 6:30 abends noch einen Anruf vom Service Center in München gekriegt, da wo er war, dass das mit dem P, das im Display steht, momentan ja noch nicht funktioniert. Aber mit der Softwareversion 2019.40 soll das dann automatisch kommen. Und wenn es dann nicht da ist, sollen wir einfach nochmal uns mit er in Verbindung setzen und dann können wir das einspielen. Aber aktuell ist es leider noch nicht möglich. Und ich will mich echt nochmal bedanken beim Service Center in München. Die haben das alles super gemacht. Es hat zwar fast 2 Wochen gedauert, aber sie haben ja auch das Ersatzteil noch nicht da gehabt, also ein neuer Akku. Und auch wenn es ein recht langer Kampf war, sie können ja auch nichts dafür, sie haben das auch weitergegeben, es ist dann vom Engineering geprüft worden, da hat es geheißen, okay, es ist irgendwie kein Fehler drin, kann man mir zwar nicht vorstellen, aber anscheinend war es doch so und die haben jetzt eine super Arbeit gemacht, ein Airbag haben sie getauscht und da ist nichts passiert, ist alles nur am Armaturenbrett wie gehabt und ist echt gut geworden und ich bin so froh, dass wir so einen guten Akku gekriegt haben. Ja. Also wirklich, danke, danke, danke. Gute Arbeit macht. Und jetzt habe ich das Problem, dass Software-Update hängt. Ich habe das gestern Abend auch noch gestartet. Und jetzt hängt es bei 10% seit gestern. Resets haben wir jetzt noch nichts geholfen. Schauen wir mal. Vorne da, da glaube ich, aber der große Bildschirm ist schwarz. Und Software wird aktualisiert, steht da. Okay. Nur zum Verbrauch. Wir sind gestern von München heim 210,9 Kilometer gefahren mit einem Durchschnittsverbrauch von 219 Wattstunden pro Kilometer. Und das bei ungefähr 3 Grad Außentemperatur und Autobahn sind wir so zwischen 130 und 140 gefahren. Also schaut alles sehr gut aus. Passt. Ja, und sage ja danke fürs Zuschauen. Das nächste Video wird dann vom Roadtrip und erste Mal Supercharger mit 90er Akku. Da freue ich mich schon drauf. Schauen wir mal, wie schnell das er lädt. Also, ciao, ciao. Servus.